Ich muss alles wissen, was Sie wissen, über die Winterhill Gang. Und insbesondere, was Sie über Ihren ehemaligen Boss berichten können, den zurzeit flüchtigen James Whitey Bulger. Fangen wir an. Am Anfang war Jim ein Kleinstadtganove. Er ist ein sehr cleverer, disziplinierter Mensch. Schlag zu. Hör auf, aber mach's richtig, denn wenn ich wieder aufstehe, zerfleisch ich dich. Und dann zack, ist er ein Gangsterboss. Und wieso? Weil das FBI es zugelassen hat. Ich bin mit Jimmy aufgewachsen und seinem Bruder Billy, Mr. Senator. Das ist eine Verbindung, die nie zerbricht. Dein Bruder wartet durch sehr dunkle Gewässer. Jimmys Geschäfte sind Jimmys Geschäfte. Wir alle brauchen Freunde. Sogar Jimmy, sogar du. Ich kann dir helfen, Jimmy und du mir. Es ist ein Bündnis. Lass das FBI unsere Kriege führen und wir können tun, was wir wollen. Auf den Erfolg. Wir fangen gerade erst an. Boom! Die spielen mit uns. Die verarschen das FBI. Wir stecken zu tief drin. Und er weiß das. Gott, steh uns bei. Wieso nagelt keiner Whitey Bulger fest? Er scheint an jedem Verbrechen in der Stadt beteiligt zu sein, aber das FBI behauptet dauernd, er sei sauber. Was hat Bulger schon getan? Was er getan hat? So ziemlich alles. So was kannst du zu mir nicht sagen! Du veränderst dich, John. Wenn er mir sein Wort gibt, dann hält er es auch. Oh, oh, till it's gone. Oh, oh, till it's gone.